So wie hier die Kinder bald das Schulalter erreicht haben, so geht es einigen Hunderttausend in Sachsen-Anhalt. Am 20.03. ist ja Landtagswahl hier und da wird sich einiges entscheiden. Nämlich sollen wir eine Gemeinschaftsschule haben, also ab der 5. Klasse alle zusammen lernen, also Haupt- und Realschule und Gymnasiast, oder bleibt alles beim Alten, ab der 4. Klasse aufs Gymnasium, auf die Hauptschule. Das, was die Kinder, die Kleinen, die hier auf dem Fahrrad auf der Meile der Demokratie rumtoben, noch nicht zu interessieren hat, das interessiert uns aber heute, nämlich hier bei Programmplatz40.tv auf unserem Klapptisch. Das ist die Kulisse, die wir uns hier aufgebaut haben und wir werden heute einfach mal versuchen, ob wir hier ein paar Leute dran kriegen, die zu dem Thema Gemeinschaftsschule ja oder nein etwas sagen können. Hallo, darf ich euch mal ganz kurz abfangen? Und zwar Thema Gemeinschaftsschule ja oder nein in Sachsen-Anhalt. Kann ich dich kurz mit entführen an unseren kleinen Klapptisch und wir setzen uns da mal ganz kurz dran und reden auch nur einen Moment darüber. Es ist wirklich nur ein bisschen Argumente austauschen. Und zwar meintest du ja, du findest das ganz gut, also bitte ich dich, die Pro-Seite einzunehmen zu dem Ganzen. Und das wäre natürlich jetzt perfekt, wenn du jetzt sagst, du findest das blöd. Es gibt da Argumente pro und contra. Also dann setz dich einfach hin. Ich würde das so sehen, dass derjenige, der schneller lernt, sein Wissen nochmal überdenken und vertiefen kann, indem er dem Schwächeren hilft. Er wiederholt ja das Gelernte und bereitet sich so mit zum Beispiel auch noch auf die Prüfung vor. Aber es ist ja auch so, dass einer, der schlecht lernt, dadurch, dass eben darauf Acht gegeben wird, dass immer wieder alles wiederholt wird, manchmal sich auch einfach zurücklehnt und nicht so viele Anreize hat, sich anzustrengen. Na, ich denke schon, dass durch die Lerngemeinschaften die lange Zeit, ob das stärkere Schüler oder schwächere Schüler, dass sich die Kompetenzen einfach ausgleichen. Je früher die Kinder aufs Gymnasium kommen, umso früher werden sie auf den Leistungsdruck und auf das, was auf sie bevorsteht, auch im Abitur später vorbereitet. Klar, es gibt Schüler, die nicht so stark sind wie andere. Zum Beispiel Leute, die auf der Hauptschule sind, ist meine Ansicht, die sind immer ein bisschen auch dazu verdammt, dass sie dann nicht wirklich eine gute Leistung bringen. Ich denke, dass man, wenn man die Schulform aufteilt, gezielter auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen kann. Nein, ich denke, es ist möglich, starke weiterhin zu fördern. Und auch starke Schüler, denke ich, können ab einem gewissen Alter auch ein Stück weit sich selbst fördern. Es ist so langsam dunkel geworden hier auf der Meile Demokratie in Magdeburg. Sie neigt sich also dem Ende. Auch unsere Gespräche, die wir an unserem Klapptisch gemacht haben, neigen sich dem Ende. Die Kleinen, die hier hinter so mir stehen mit ihren Eltern, müssen so langsam ins Bett. Das heißt, für uns ist jetzt auch die Arbeit getan. Alle, die bald in die Schule müssen, haben wir ausreichend informiert an unserem Klapptisch. Ich hoffe, wir konnten auch euch einen kleinen Einblick geben in die Pro- und Kontra-Verhältnisse von der Gemeinschaftsschule. Und wir sehen uns mit dem Klapptisch dann bald wieder an einem anderen Ort, anderes Thema. Aber ein Oberthema haben wir natürlich immer, die Landtagswahl. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich hier von der Meile Demokratie. Wünsche noch einen schönen Abend.